Hallo zusammen in der Motorradmeisterei zu einem neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid. Text habt ihr schon gelesen, fragt den Meister 2. Wir haben ja vor ein paar Wochen angefangen mit unserer Frag den Meister Serie. Ist auch sehr gut angenommen worden, haben ganz viele kommentiert. Also wenn ihr Fragen an mich habt, schreibt das bitte hier in die Kommentare. Und beim nächsten Mal, wenn es heißt Frag den Meister 3, werde ich natürlich ein paar Fragen raussuchen mit dem Christian zusammen. Der ist ja sehr talentiert, haben wir gerade festgestellt. Und noch talentierter ist er mit dem Einstellen des Fokus. Alles gut. Ich habe nur noch mal ein bisschen nachjustiert. Ja, scharf bist du. Ja, sehr gut. Genau. Christian sucht die Fragen raus. Ich versuche das alles so gut es geht zu beantworten. Natürlich werde ich nicht auf alle Fragen eingehen können, aber so ein paar machen wir. So, Christian. Schieß okay. Los, ich bin ganz Ohr. Ein Kommentar, drei Fragen. Und zwar von Markus Wiebesieg. Na, 4579. Das ist ja einer. Willst du alle drei Fragen erst hören? Nee, wir können auch die nach und nach. Okay. Machen. Welche Ducati ist dein absoluter All-Time-Favorite? Oh, alle. Alles gibt es natürlich viele. All-Time-Favorite. Also ich verteile das mal auf mehrere Bereiche. Wenn ich das auf den Landstraßenbereich verteilen würde, Sport 1000 Serie, also die Sport Classic Serie, die es gegeben hat, 2006, 2007. Ist das die, wo wir die Felgen mal getauscht haben? Genau, haben wir mal Felgen getauscht. Gibt es ein Video in der Videothek. Gelbe Sport 1000 habe ich mir schön umgebaut. Fährt jetzt ein guter Freund von mir, der Tobi, wenn er es sieht. Hallo Tobi. Ja, Sport 1000 auf jeden Fall für den Landstraßenbetrieb. Absolut geiles Motorrad. Im Superbike-Bereich Panigale 1299 RFE, also die Final Edition. Mega gut, tolles Motorrad, bester Zweizylinder, der je gebraucht worden ist, finde ich. Oder natürlich daneben Panigale V4, die R natürlich, Riesending. Das sind so die All-Time-Favorites. Wobei All-Time muss ich bei der V4R dann noch zeigen, aber die Sport Classic ist schon All-Time-Favorite. Und bei der FE, die hat auf jeden Fall auch das Potenzial dazu. Hm. Mhm. Ja, das wäre so meine Garage. Okay. Mhm. Wie erfolgreich warst du in der Pro Thunder, beziehungsweise ging es dir um den Spaß an der Sache oder bist du das eher ambitioniert angegangen? Ah, okay. Pro Thunder, ja, bin ich gefahren 2015, 2016. Also wie gesagt, ich fahre hin und wieder immer noch mal ein bisschen auf der Rennstrecke, habe das natürlich sehr gern gemacht. Spaß an der Freude hat bei mir schon, keine Ahnung, 2000 irgendwann angefangen. Da habe ich das erste Mal Rennstrecke gefahren und habe das dann immer eigentlich nur als zum Spaß gemacht. Ja, so 2012 wurde das dann aber doch ein bisschen ambitionierter, wo ich gesagt habe, okay, ich will jetzt doch regelmäßiger fahren und auch gucken, dass ich da vorne irgendwo mitfahre. Bin dann tatsächlich das Fischereihafenrennen zweimal mitgefahren. Von da dann diese Pro Thunder. Und als ich dann 2016 aufgehört habe, habe ich da tatsächlich aufgehört und war Gesamtsieger. Also das habe ich schon geschafft. Also von daher schon ambitioniert. Aber ich habe es dann ja leider wieder sein lassen. Ich hatte tatsächlich überlegt, dann nochmal Richtung Superbike-Klasse aufzusteigen oder DLC zu fahren. Aber da ist dann tatsächlich hier durchs Geschäft die Zeit und Verletzungsrisiko, Unfallrisiko ist natürlich relativ hoch. Und das ist viele, viele Jahre gut gegangen und ich wollte es dann auch nicht herausfordern. Ne? Von daher, also Pro Thunder gefahren 2016, ja, da auch den Titel gewonnen. Aber danach dann tatsächlich ein bisschen zurückgefahren, das Ganze. Ne? Mhm. Genau. Und in der Dutch Ducati Challenge bin ich auch mal gefahren. Das waren aber nur Gaststarts. Da hatte ich keinen permanenten Startplatz. Ja. Okay. Warst du zu der Zeit, wo du angefangen hast, Rennstrecke zu fahren, schon selbstständig? Das nein. Ist jetzt eine Frage von mir. Nein. Okay. Das Geschäft gibt es jetzt 12 Jahre. Okay. Also 2010 habe ich das Geschäft gegründet und. Also bei Pro Thunder warst du schon selbstständig, aber. Da war ich schon selbstständig. Ja. Da hatte ich das Geschäft schon, genau. Ja, klar. Okay. So, dann die dritte Frage von dem Herrn. Wird es 2023 eine Monster SP als Vorführer kommen? Tatsächlich, ja, habe ich bestellt. Ist auch im Versand. Okay. Sehr schön. Dann kommt die nächste Frage von Sebastian Schramm 8107.
Hallo Stefan, für die Panigale und die Streetfighter V2 gibt es von MIF eine zugelassene Abgasanlage. Die soll dann mit einem Mapping 162 PS bringen. Was ich allerdings viel geiler finde, ist, dass sie ca. 5 Kilo leichter sein soll als die Serienanlage. Leider gibt es die nur in Edelstahl und nicht in Titan. Was hältst du davon? Da bin ich schon ein paar Mal angesprochen worden, auch per E-Mail, über diese Auslaufanlage. Ich kann mir das nicht vorstellen, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich möchte aber auch nichts Verkehrtes sagen, weil ich es noch nicht probiert habe. Ihr müsst mal gucken. Ne? Also ich kann euch da keine Erfahrungswerte, kann ich dir da auch nicht geben. Generell finde ich die Auslaufanlage optisch jetzt für das Motorrad nicht so gelungen. Ne? Ihr habt da einen Schalldämpfer. Der Originalschalldämpfer ist ja im Prinzip beidseitig ein relativ großes Paket. Und bei dieser MIF-Anlage ist es so, dass hinten aus dem Sammler ein Rohr rauskommt. Auf der linken Seite läuft nur das blanke Rohr am Motor dran her, macht vorne eine Schleife und geht dann rechts in den Schalldämpfer. Der ist auch relativ klein. Bedeutet für mich immer so, irgendwie muss der ja leise gemacht werden. Da müsst ihr mal drauf achten auf der Seite. Da muss auch ein Einschubcut mit eingesteckt werden, dass ihr die Zulassung habt, die sie anbieten. Und ich glaube nicht, dass er mit Zulassung, mit Cut, diese Leistung hat. Aber da will ich nichts Verkehrtes erzählen. Ich habe es noch nicht probiert. Vielleicht machen wir das mal, wenn ein Kunde unbedingt den Pott haben will, dann bauen wir den natürlich auch an. Und dann können wir den vielleicht auch mal messen beim Jan in Hamburg. Aber auch aus meiner Sicht, aus freien Stücken, will ich das Ding nicht bestellen. Ich hätte jetzt fast gesagt, wenn MIF jetzt einen sponsoren will, um das zu testen. Ja, dann her damit, genau. Dann bauen wir das Ding an, machen wir auch ein Video von und fahren auf den Prüfstand. Dann müsst ihr aber auch mit dem Ergebnis leben. Mit Cut. Bitte. Gut. Na. Dann haben wir die nächste Frage von Hendrik Wergen 3180. Moin Stefan, würdest du den beruflichen Werdegang als Zweiradmechaniker, in Klammern Meister, in der heutigen Zeit noch empfehlen oder wird der Beruf durch zunehmende E-Mobilität und eher der Anschaffung eines Autos mehr und mehr verschwinden? Auf jeden Fall ist das zu empfehlen, ganz besonders bei uns hier. Ne? Gibt ja auch ein Video, habt ihr bestimmt gesehen, sind auf Personalsuche. Generell ist das natürlich ein Beruf, der Name Beruf kommt natürlich von Berufung. Ihr solltet diesen Beruf nur wählen, wenn ihr da richtig Bock drauf habt. Ne? Das ist so. Erstmal, es hat mehrere Punkte. Erstmal nur dann seid ihr gut. Das ist das Wichtigste. Das Zweite, was genauso wichtig ist, nur dann habt ihr Spaß dabei. Ihr müsst gut sein, ihr müsst bei der Sache Spaß haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann ist das schon ein Beruf, der natürlich berechtigt ist. Ich meine, es gibt E-Mobilität, sprichst du an, es gibt ja noch nicht mal so richtig einen großen Hersteller, der jetzt groß E-Mobilität in den Motorrädern produziert. Und da sind wir noch auf einem ganz, ganz weiten Weg. Also das wird noch dauern. Und selbst wenn wir das haben, gibt es ja auch noch einen sehr, sehr großen Bestand. Die werden ja nicht alle verschrottet oder verboten. Also die Fahrzeuge wird es trotzdem nach wie vor geben. Und da muss es auch Menschen geben, die warten und reparieren können. Also von daher ist das schon ein Beruf mit Zukunft. Musst du halt gucken, wie ambitioniert du das sehen willst. Ob du jetzt sagst, okay, für mich reicht das, wenn ich als Mechaniker in einer Werkstatt arbeite. Oder du sagst, ich möchte mit dem Meister eine leitende Position in der Werkstatt haben. Das wäre eine Möglichkeit. Oder du sagst dann später auch, okay, es geht in eine Selbstständigkeit. Also das geht alles. Also ist auf jeden Fall ein cooler Beruf. Wenn du Benzin im Blut hast und da Bock drauf hast, kannst du das schon machen. Also ja, ist ein berechtigter Beruf, ja. Okay, so, dann haben wir als nächstes Thomas Düsseldorf, 1025. Meister, was steckt hinter der Tatsache, dass bei meiner 937 der Bezug nicht komplett mit dem Sitzpolster verklebt ist? So kann man den Bezug auf Höhe der Monsterprägung deutlich nach unten zum Polster drücken. Mhm. Es ist also Luft drin. Kosten oder ein anderer Zweck? Fragezeichen. Ja, habe ich auch schon mal gesehen. Es gibt tatsächlich Fahrzeuge, die haben das mehr. Es gibt Fahrzeuge, die haben das weniger. Also da, es hat mit der Krümmung der Sitzbank zu tun. Damals bei 999 war es auch, bei 1098 gab es das mal, dass wir da Probleme hatten. Wenn das zu viel ist, wenn es dich stört, fahr zu deinem Händler, werd da mal vorstellig, zeig ihm das, reklamier das und dann soll er mal schauen, ob er da was für dich machen kann. Und generell hat es damit zu tun, weil halt die Sitzbank an sich eine stark gekrümmte Form hat und der Bezug nur locker aufliegt. Also ist er logischerweise in der Ecke, wo die Krümmung relativ stark ist, recht locker. Okay. Dann haben wir die nächste Frage von Harald Schmitz. Ich suche immer noch bei der Multistrada V4S die Berganfahrhilfe. Ich verstehe darunter eine Unterstützung am Berg, wenn man zum Beispiel an einer roten Ampel am Berg steht und anfahren möchte. Meine Berganfahrhilfe beim Volvo verhindert da hier das Zurückrollen. Das tut die bei deiner Multi auch.
Das wird ja auch angezeigt mit einem kleinen Symbol. Du musst tatsächlich eine der Bremsen einmal richtig durchziehen. Na, also entweder die Handbremse, also die Vorderradbremse oder die Fußbremse einmal richtig durchziehen, durchlatschen. Dann erscheint in deinem Display ein kleines H und dann bleibt dein Motorrad am Berg stehen. So. Ne? Also nicht so, sondern so. Ne? Und du kannst dann losfahren. Okay. Oh, da habe ich auch noch eine gute Frage, die nehmen wir noch mit. Und zwar von Enjoy the Ride. Bei meiner 937 habe ich das Problem, dass in schnellen Kurven bei viel Schräglage der Hinterradbremshebel auf dem Asphalt schleift. In Klammern, ist das normal? Gibt es Möglichkeiten, das Motorrad oder die Rastenanlage höher zu legen für mehr Schräglagenfreiheit? Oder muss ich etwas an der Federvorspannung ändern? Zur Info, ich bin 1,85 groß und wiege 80 Kilo. Also generell erstmal, Schräglage gehört nicht ins Motorrad. Also wenn du natürlich beim Kurvenfahren extrem viel Schräglage benötigst, kann es natürlich sein, dass dein Fahrstil nicht ganz zu der Kurvengeschwindigkeit passt, die du da gerade ablieferst. Ne? Da musst du mal ein bisschen drauf achten. Ne? Ein bisschen den Körper bewegen, Schräglage aus dem Motorrad rausnehmen und weiterfahren. Generell Federvorspannen, wenn du natürlich, wie viel Negativfederweg hast du? Das wäre jetzt so die Frage. Ne? Wenn man ein Video gemacht zum Fahrwerkseinstellen, ne? Also Negativfederweg, 25, 30 mm hinten ist mal so eine grobe Richtung, was ganz gut passt. Da musst du ganz einfach mal messen. Dich anziehen, draufsetzen auf die Karre, Fahrzeug einmessen, wenn du da drauf hockst, dann mit dem Kumpel ein bisschen aus der Feder heben, nochmal messen, passt das von dem Abstand oder geht mir da zu viel Federweg verloren? Das ist auch schon mal so ein Indiz. Ne? Wenn du da schon 15 mm Negativfederweg hast, dann hängt die natürlich unten viel zu tief drin und du müsstest dann schon die Feder deutlich nachspannen. Genau. Kannst du messen? Und auf der anderen Seite, wie gesagt, so ein bisschen Fahrschirm überprüfen. Okay. Dann nehmen wir die hier noch mit. Moin Meister, vielleicht hast du eine Idee, was da los ist. Meine Multistrada V4 Pikes Peak, Baujahr 22, 12.800 Kilometer jetzt drunter, pendelt sich mit montierten Koffern ab ca. 160 km/h auf. Ohne Koffer fängt es bei 190 an. Ich habe schon verschiedene Fahrmodis probiert, jedoch ohne Verbesserungen. Die Reifen sind schon neu. Oh, das kann natürlich alles sein, ne? Also Reifen, klar, kannst du jetzt in deinem Fall ausschließen. Wuchtung, dass das Rad vernünftig rund läuft. Kann auch eine verspannte Gabel sein. Das ist schwierig. Also da würde ich auf jeden Fall, also normal ist es nicht. Normal laufen die schon ganz gut geradeaus. Mit Koffern generell 170, boah, weiß ich nicht, da wäre ich sowieso ein bisschen vorsichtiger, ne? Wenn die Dinger da dranhängen, dass du damit nicht ganz so brätst. Aber ohne Koffer sollte ich schon stabil laufen. Ne? Ist natürlich auch ein Riesending. Kann auch von der Jacke abhängen, wenn du da einen riesen Luftfang hast und dadurch, weil der Lenker bei der Multi auch sehr breit ist, dadurch ein bisschen Bewegung reinbringst, dann fängt das natürlich auch relativ schnell an. Solltest du tatsächlich mal überprüfen, ne? Ob das an der Kleidung vielleicht sitzt, liegt, dass sie nicht richtig sitzt, dass du selber diesen Impuls auslöst. Wenn du selber das nicht machen kannst, wenn du das ausschließen kannst, auf jeden Fall zu deiner Werkstatt fahren, des Vertrauens, das Thema ansprechen, sollen halt überprüfen, ob das Rad vernünftig gewuchtet ist. Das ist ja die Frage, war das mit dem Reifen vorher auch? Wenn das mit dem Reifen vorher auch war und die Räder beides mal neu gewuchtet worden sind, kannst du es fast ausschließen. Laufen die Radlager, laufen die rund vernünftig oder hast du irgendwo einen Rastpunkt drin? Kann auch mal sein. Ist die Gabel vernünftig montiert? Ist sie verspannt? Das sind solche Punkte. Das kann aber, ja, so was Garantie auf dem Fahrzeug musst du selber nicht machen. Ne? Fahr in deine Werkstatt. Und die sollen nachgucken. Machen die gerne. So, und dann die letzte Frage. Beziehungsweise eigentlich sind es zwei Fragen, aber die eine hast du schon in dem Baustellervideo beantwortet. Von Daniel Wende. Für meine Monster S4R, da wirst du was mit anfangen können, hast du da eine Fußrastenanlage am Start oder gibt es eine Alternative von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Gilet oder Rhizoma? Oder ähnliches produzieren für mein Modell ja keine mehr. Ja, das ist so ein bisschen der Punkt. Ne? Da hast du es schon gesagt. S4R ist natürlich ein schönes Motorrad, aber ein älteres Modell. Und da verschwinden nach und nach natürlich die ganzen Rastenanlagen, die verschwinden alle vom Markt. Ne? Generell wurden damals da sowieso nicht so wahnsinnig viele Einheiten von gebaut. Jetzt ist das Ding 20 Jahre alt. Ne? Und da gibt es vielleicht nur noch ein paar Lagerbestände, wo du darauf zurückgreifen kannst. Oder was immer ein heißer Tipp ist, wenn du bei den Italienern direkt mal guckst. Ne? Duca Bike, CNC Racing, also direkt hier die italienischen Hersteller.
dass die dann noch ein bisschen was im Programm haben oder dass die das nachproduzieren können. Die Großhersteller wie Rizoma, Agilis, wie sie alle heißen, die werden da nichts mehr machen, bin mir ziemlich sicher. Ja, sind wir mit durch, wa? Für heute sind wir, denke ich, durch. Wie lange haben wir denn gemacht? Gute Viertelstunde, das ist gut. Dann können wir uns noch ein paar Fragen aufheben, ne? Ja. Genau, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wie immer unten in die Kommentare. Schön mit dem Hashtag, dann sehen wir das nämlich genau, gleich. Genau, dann findet der Christian das, wenn er da auf seinem Tablet hat. Bitte alles direkt zusammenschreiben, fragt den Meister, Hashtag alles zusammen. Ja. Dann ploppt das bei uns nämlich so schön in Blau auf. Genau, dann finden wir das und dann werden wir unser Bestmögliches tun, die Fragen zu beantworten. Perfekt. So machen wir das. Sehr gut. Vielen Dank. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Das Video kommt jetzt am ersten Feiertag. Wir haben zu Heiligabend wir suchen euch, also wir suchen ja Mitarbeiter. Mhm. Das ist zu Heiligabend. Dann erster Weihnachtstag, Bausteller 6.0. Dann ist das. Das ist der zweite Weihnachtsfeiertag, genau. Ja, dann hoffen wir auf jeden Fall noch, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Genau. Und das nächste Video kommt zu Silvester, ne? Zu Silvester machen wir das nächste. Wir rutschen rein, ja. Ja, genau, so ähnlich. Frag den Meister 3. Machen wir zu Silvester. Dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, ein paar Fragen da unten reinzuballern. Und wir suchen welche raus. Und bis dahin, vielen Dank. Bis bald. Ciao.